Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen bei Fellner live. Wir starten mit einer Diskussion zu aktuellen Biss-Attacken, die es wieder gegeben hat in Niederösterreich. Diesmal ein Mann von einem Rottweiler, diesmal attackiert worden, in Arm und Bein gebissen worden. Dazu haben wir zwei Gäste bei uns zu Gast heute. Roman Schröck, Dog-Coach. Hallo. Grüß Gott. Und Georg Sticher vom Rottweiler Club. Grüß Gott. Grüße. Ich starte vielleicht gleich mit Ihnen. Weil Sie auch vom Rottweiler Club sind, jetzt muss man schon sagen, es kommt vermehrt, zumindest medial wird das so transportiert, zu Attacken, zu Bissattacken von Rottweilern. Mhm. Ist das so oder trügt da sozusagen Nein. die mediale Wahrnehmung? Nein, also es ist medial aufbereitet. Das bedeutet, es wird natürlich über gewisse Listenhundevorfälle mehr nun medial gebracht. Und man braucht sich ja eigentlich nicht wirklich wundern, gerade wenn man sich jetzt den letzten Fall anschaut, dass hier einige Ungereimtheiten an den Tag treten, die von den Medien aber offensichtlich nicht wahrgenommen werden. Ja, da wird gesprochen von, der Mann wurde schwer verletzt, konnte aber trotzdem alleine ins Spital fahren und wurde ambulant nur behandelt und wurde dann wieder nach Hause geschickt. Bei einer schweren Verletzung wird nichts mehr ambulant, sondern dann wird er stationär aufgenommen. Ja? Das Strafgesetz regelt ganz klar, was ist eine schwere Verletzung, was ist eine leichte Verletzung. Also ich würde mir ja wünschen, dass die Medien viel sachlicher über Vorfälle berichten, diese auch aufarbeiten. Man muss wissen, wo war die Fehlerquelle, wer hat etwas falsch gemacht. Vielleicht war es so. Aber Sie sehen keine Häufung hier von Rottweiler? Nein, überhaupt nicht, nein. Ja. Nein. Herr Schröck, wie sehen Sie das? Ich habe eine Hundegruppe mit 20 Leuten. Wir gehen seit Jahren in allen Ecken spazieren, in ganz Niederösterreich. Wir treffen alle Hunderassen, auch einmal einen Staff und einen Pitbull. Wissen Sie, was wir nie sehen? Ein Rottweiler. Man sieht nie Halter, die mit dem Rottweiler spazieren gehen. Warum nicht? Das ist eine schöne Rederei, was sie haben. Die Rottweiler haben kein Sozialverhalten. Bei dem Training, was der Herr Sticher veranstaltet, er stellt sich als Experte hin. Das Training ist dafür verantwortlich, dass diese Hundeattacken passieren. Weil ein sozialisierter Hund, da kannst du besoffen hinfallen, der kann dir entgegenkommen, der attackiert kein Mensch, kein Hund. Das sind diese Trainingsmethoden von diesen Trainern in den Hundeschulen. Die sind seit Jahrzehnten veraltet. Es ist Steinzeit. Sie meinen, Rottweiler werden falsch trainiert? Na, generell wird in den Hundeschulen falsch trainiert. Und der Herr Sticher ist das Synonym für das. Ja? Dieses Sitz-Bleib-Platz-Training. Ja? Wenn ich da ein Foto herzeigen darf, das ist das Training, was er auf dem Platz hat. Er nennt das Problemhundezentrum. Ja, ich gehe mit einem normalen Hund hin und komme mit einem problematischen Hund wieder raus. Weil du dir kein Sozialverhalten gelernt. Der Hund wird separiert am Platz. Wenn du eine Trainingsstunde hast beim Herrn Sticher, ist der Hund 15 Minuten im Auto und 10 Minuten am Platz. Und da wird Sitz, Bleib, Platz geübt. Man muss bei ihm das Futter kaufen. Man muss bei ihm Clubmitglied werden, wenn man dort trainieren will. Und es wird Sitz, Bleib, Platz trainiert. Es wird kein Sozialverhalten trainiert. Darum sieht man auf der Straße draußen auch keine Rottweiler. Das wird generell in den Hundeschulen, wird dieses Sozialverhalten nicht gelernt, weil Sozialverhalten lernt der Hund nur im Rudel. Genauso wie es wir Menschen können. Wir kommen aus der Natur, wir haben alle die gleichen Empfindungen und die gleichen Bedürfnisse. Ein Kind lernt Sozialverhalten auch nicht, wenn ich es immer alleine halte. Und ein Welpe muss Sozialverhalten lernen, im Rudel, nur wenn ich den Hund separiere, ja, und dann groß in die Medien stehe und das Unschuldslamm und Expertenspiel. Er war vor 20 Jahren Trainer in Bruck an der Leiter und hat mit Elektrohalsband trainiert. Er dreht es, wie er kommt, das Fähnchen im Wind. Lass mal den Herrn Sticher mal zu Wort kommen, bitte, oder? Das wäre schön. Also, es wundert mich natürlich schon massiv, welche Geschichten uns da ein Herr Schröck erzählt.
Es wäre, schauen Sie, Sozialverhalten auch bei Menschen bedeutet, ja, dass man das Gegenüber aussprechen lässt. Das hat was mit Erziehung zu tun. Herr Schröck, Ihnen wurde die Gewerbeberechtigung als Hundetrainer genommen, weil Sie Tierquälerei begangen haben. Sie haben keine Berechtigung, Hunde zu trainieren. Es gibt dann noch andere Dinge, die wir heute gerne noch ansprechen können. Allerdings würde ich einmal meinen, sollten Sie einmal darüber nachdenken. Sie geben hier Aussagen zu Protokoll, die ganz leicht widerlegbar sind. Sie wissen ganz genau, dass dieses Foto, das Sie jetzt vorgezeigt haben, eine Rottweiler Hündin ist. Ich habe Ihnen dann sogar mittels YouTube ein Video des Sozialverhaltens dieser Hündin gezeigt. Darauf kamen von Ihnen E-Mails mit wüsten Bedrohungen und Beschimpfungen, die ich sogar hier habe. Also wir können es gerne vorzeigen, wenn Sie das wollen. Herr Schröck, Sie haben selbst vor Gericht behauptet, dass Sie keinerlei Hundetrainerausbildung haben. Das ist im Urteil mit eingeflossen. Sie haben die Gewerbeberechtigung unter anderem verloren, weil Sie bei Gericht gesagt haben, das österreichische Tierschutzgesetz ist Bullshit. Der Richter hat sich sogar darauf berufen. Also bitte, Herr Schröck, erzählen Sie heute nicht Österreich, wie man mit Hunden richtig umgeht. Wenn Sie heute Ihre Verurteilung wegen Tierquälerei nicht anerkennen, so mag es sein. Fakt ist auf alle Fälle, Sie dürfen in Österreich keine Hunde mehr trainieren. Gut, das war es einmal zum Thema. Sagen Sie mir jetzt klipp und klar, dass ich die Gewerbeberechtigung entzogen habe bekommen, weil ich ein Tierquäler bin. Wollen Sie es schriftlich haben? Wollen Sie es schriftlich haben? Ich habe es hier. Ich muss es nur wissen. Herr Schreck, ich begebe mich nicht auf Ihr Niveau, sondern wir wollen hier sachlich über den Vorfall mit der Rottweiler Hündin sprechen. Und ich würde meinen, wenn der Hundebesitzer noch allein ins Spital fahren konnte, war sicherlich eine Verletzung da. Möglicherweise aber auch eine gewisse, es ist alles nur Spekulation. Aber man könnte jetzt zum Beispiel das Szenario knüpfen, der Hundebesitzer war durch die Medien und durch die Politik aufgefordert oder beziehungsweise angereizt und hat gesagt, okay, gefährlicher Hund kommt, ich muss mich jetzt wehren und wollte den Hund verjagen. Und der Hund hat halt dann sich gegen diese Aktion erwehrt. Alles ist möglich. Aber eine Ausbildung, eine Erziehung und ein Training von Hunden als etwas Negatives darzustellen, das ist schon mehr als frech, würde ich einmal meinen. Gut, wir wissen jetzt, der Herr Schröck hat nichts, der hat selbst von sich selbst behauptet, ich habe keine Hundetrainerausbildung. Meine Wenigkeit hat alle Ausbildungen, die es gibt. Ich bin internationaler Leistungsrichter für Gebrauchshunde, Obedience und Rallye Obedience. Ich bin zertifizierter Wesensbeurteiler und seit gestern auch noch Dog Audit zertifizierter Überprüfer für Mensch-Hund-Teams bzw. Alltaghunde. Also Herr Schröck, bleiben wir am Boden der Realität. Es ist schön, dass Sie hier sind, aber vom Fachlichen her können Sie vermutlich sehr wenig beibringen. Gut. Kommen wir vielleicht noch einmal zum aktuellen Fall. Jetzt hatte dieser Hund keinen Beißkorb. Maulkorb. Sie haben ja ganz am Anfang, wie die Diskussion, sage ich mal, in den letzten Monaten auch an Fahrt aufgenommen hat, als doch, sage ich mal, eigentlich überraschend gesagt, Sie sind für eine Maulkorbpflicht. Ja, natürlich. Ich bin auch nach wie vor für eine Maulkorbpflicht an exponierten Orten, wie zum Beispiel Schulen, Kindergärten, Spielplätzen und größeren Menschenansammlungen. Nur hätte auch hier wiederum das Gesetz oder die Verordnung, die Frau Siemer jetzt zum Beispiel einführen möchte, nicht gefruchtet. Warum? Weil der Hundehalter offensichtlich die Türe offen gelassen hat und der Hund konnte aus den Büroräumlichkeiten entfliehen. Das bedeutet, es war kein bewusstes, ich gehe jetzt hinaus. Da hätte es sowieso nichts geholfen. Richtig, genau. Also hier haben wir wieder den typischen Beweis, dass eben eine Nachlässigkeit des Hundehalters zu diesem Vorfall führte und nicht die Gefährlichkeit eines Hundes. Und zu sagen, dass Rottweiler
auf der Straße nicht zu finden sind. Also ich glaube, jeder Zuseher hier wird den Herrn Schröck eine lange Nase drehen, wenn wir wissen ganz genau, dass auch sehr wohl Rottweiler auf der Straße gesehen werden oder auch geführt werden. Selbst meiner wurde auf der Straße geführt und hatte ein hervorragendes Sozialverhalten, nur zu Ihrer Information. Ist so eine Maulkorbpflicht Ihrer Meinung nach sinnvoll? Das ist wie ein Kopf für Tabletten. Nimmst du den Maulkorb runter, attackiert er wieder. Man tut Symptome bekämpfen, aber keine Ursache. Ja. Der Punkt ist, dass solche Leute wie der Herr Sticher zu Hunderten umeinander rennen bei uns, auch in Deutschland, diese Hundetrainer. Und deshalb gibt es ja diese Hundeattacken, weil sie keine Ahnung haben, was ist ein... Sie gehen den Hundetrainern die Hundeattacken. Ja klar, das ist bei uns staatlich geregelt und jetzt kommt er da mit diesem Dog Audit. Das gibt bei uns zwar so konkurrenzdenkende Unternehmen, sage ich jetzt mal. Einmal das Messerl-Institut mit der FedMed, mit den tierschutzqualifizierten Hundetrainern, das sind staatliche. Und das Dog Audit ist ein Gegenpart dazu. Da geht es nur darum, dass man Hundehalter abzockt, dass man mit Zertifikaten umeinander wischelt und waschelt, außer kommt dort nichts. Sie stellen sich immer hin und tun so, als wenn immer die Hundehalter schuld sind. Schuld sind die Trainer. Die machen das. Die Trainer machen das. Okay, nein, lassen wir den Herrn Sticher als Hundetrainer zu Wort kommen dazu, hier oder? Muss ich jetzt leider Gottes den Herrn Schröck wieder widersprechen. Er hat wieder mal zu wenig Ahnung von dem, was er spricht. Das Messerli-Institut ist im Dog-Audit inkludiert. Die Vortragenden bzw. Auditoren sind zum Großteil oder zu einem Teil vom Messerli-Institut. Und das Dog-Audit, nur zur Information, ist ein Zusammenschluss, eine Genossenschaft aus allen kynologischen Verbänden und Institutionen, wissenschaftlichen Institutionen in Österreich. Also das sind alle von Rang und Namen drinnen, außer der Herr Schröck natürlich, ist ganz klar. Aber Fakt ist, dass diese Aussagen, die Hundetrainer wären schuld, sage ich jetzt, sehr vermessen ist. Und ich glaube einfach, auch der werte Zuseher wird erkennen, was der Herr Schröck eigentlich wirklich sagen möchte. Er möchte sagen, nur er ist der einzig wahre Trainer. Oh, Entschuldigung, ist er ja nicht, weil er hat ja keine Befähigung oder Berufserlaubnis. Es ist witzig, dass er sagt, ich habe keine Berufserlaubnis. Das ist ganz witzig. Das ist sehr witzig. Ja, offensichtlich kennen Sie nicht dass die Hundetrainerverordnung. Ja, wieso bin ich denn als Hundetrainer? Eine Hundetrainerverordnung, die klipp und klar besagt, eine Person, ein Trainer, welcher wegen Tierquälerei vorbestraft ist, darf das nicht ausüben. Sie reiten sich richtig in der Scheiße ein. Ja, natürlich. Ja. Könnten Sie vielleicht Ihre Ausdrucksweise ein bisschen mäßigen? Wollen Sie dazu Stellung nehmen? Ja, ich habe letztes Jahr Vorwürfe an den Tag gebracht, wie mit Tierschutzgeld umgangen vom Budget her, was der Herr Keck gemacht hat. Er hat da ein paar Sachen gemacht, wo nicht, sagen wir jetzt mal, moralisch nicht ganz okay sind. Ich habe das öfters ans Tageslicht gebracht. Dann hat mich der Herr Keck, verklagt und bin schuldig gesprochen worden, weil zu mir hat man gesagt, das gehört zum Staatsanwalt und gehört nicht auf YouTube. Also ich bin nicht verurteilt worden wegen Tierquälerei, habe ich das Gewerbe entzogen worden gekriegt, sondern weil ich, sagen wir, beharrliche Verfolgung über YouTube, deswegen, nicht okay. Wegen Tierquälerei. Ja. Dazu kann ich ja gern Stellung nehmen, ich habe es nämlich hier schwarz auf weiß, wenn es irgendjemand interessieren sollte. Ja. Der Herr Schröck wurde... Die Gewerbeberechtigung auch noch entzogen, weil er, Moment, ich lese jetzt vor, gegenständliche Gewerbe nicht mehr als erwiesen betrachtet werden kann, schon aufgrund der Tatsache, dass der Verurteilte die geltenden tierschutzrechtlichen Vorschriften Österreichs als Bullshit, also Tierschutzgesetz als Bullshit bezeichnet, bestätigt ein nicht vorhandenes, ausreichendes Rechtsbewusstsein. Herr Schröck, ich ziehe mir ja das nicht aus der Nase, sondern ich habe mir einfach ein bisschen vorbereitet, weil ein Gespräch mit Ihnen sicherlich für mich auch eine sehr interessante Geschichte ist. Ja. Noch einmal,
bitte seien Sie so nett, machen Sie, was Sie wollen, aber hören Sie auf. Sie sind verurteilt worden, dass Sie einen Nationalratsabgeordneten per YouTube verleumdet haben. Ja. Und Sie setzen sich jetzt hierher und verleumden wieder die Hundetrainer Österreichs, indem Sie sagen, die Hundetrainer sind schuld, weil sie falsch ausbilden. Und das falsche Ausbilden ist nämlich das, was er aussagt, weil wir die Hunde bei richtigen Tun belohnen. Und nicht so, wie der Herr Schröck in Videos ja immer wieder vorzeigt, mit angedeuteten Hundebissen, mit am Rücken legen, niederdrücken und so weiter, wofür er ja auch mit dem Franzosenband dann verurteilt wurde wegen Tierquälerei. Ich stehe dazu, wir machen das nicht, wir bilden die Hunde über Motivation aus und es ist halt einmal so, ein Hund, der gerne folgt, folgt auch gut. Das ist so wie beim Arbeiten. Wenn ich gerne arbeiten gehe, dann leiste ich eine gute Arbeit. Sie sind der Meinung, man darf nicht mit Leckerli belohnen? Nein, der Punkt ist folgendes. Der Hund kommt aus der Natur. Wenn der Hund ist im Rudelverband und wenn der Rudelführer sagt, das wird gemacht, gibt es ein Rohr, gibt es keine Belohnung. In der Natur gibt es keine Strafe. Und es gibt keine Belohnung, es gibt nur Konsequenzen. Der Punkt ist, hast du im Rudel, bist du brav, hast du keinen Ärger. Das ist die Belohnung. Wenn wir, also ein Hunderudel, ein sozialisiertes, muss man sich vorstellen, wie eine sozialisierte Clique bei Menschen. Wenn ich brav bin, kriege ich auch nicht eine Belohnung. Ja? Der Punkt ist einfach, sie tun mit dem Futter bestechen. Einfach, dass wir unter uns Menschen nicht auch so vorgehen, wie Sie bei den Hunden. Nein, selbstverständlich, sechs Hunde. Also was reden Sie bitte? Wieder mal zeigen Sie uns Ihr Nichtwissen, Herr Schröck. Wieso gibt es bei Ihrem Training dann Folgendes? Ja, dass Sie den Hund separieren. Ihre Aussage ist, ein anderer Hund hat beim anderen Hund nichts zum Suchen. Und wieso kommen dann Leute zu mir, wie eine 70-jährige Frau aus Burkersdorf, deren Hund sie total scharf gemacht haben. Wieso kommt ein anderer Hundehalter mit einer Bordeaux-Dogge zu mir und sagt, der Sticker hat gefragt, ob ich den Hund scharf machen kann? Also Ihr Training einfach so. Ganz ehrlich, Ihre Geschichten sind eher an Grimms Märchen angelehnt. Ja. Sie bekommen ja eh von mir die Möglichkeit vor Gericht, Ihr Tun oder Ihre Aussagen auch zu beweisen. Ja, weil Sie wissen es vielleicht noch nicht, aber ich habe auch jetzt zivilisierterweise den Rechtsweg eingeschlagen gegen Sie und nicht so, wie Sie es hier die Macht des Stärkeren bei den Hunden propagieren, würde ich das genauso machen. Ja, nur wünschen Sie sich, dass ich nicht so vorgehe, dass die Natur keine Schwäche verzeiht. Herr Schröck, lassen wir es einfach. Sie haben von Hunden, sage ich jetzt einmal, eine fehlgeleitete Meinung. Sie frönen das Cäsar-Milan-Prinzip. Cäsar Milan haben Sie nach Österreich gebracht. Das war Ihr großes Vorbild, nachdem er Sie dann in Konkurs geschickt hat. Als Hundetrainer gegangen. Als Cäsar Milan, und das ist das Witzige, als das noch Ihr Vorbild war, musste Cäsar Milan, damit er in Deutschland auf der Bühne auftreten kann, eine Hundetrainerprüfung machen. Da ist er durchgefallen. Der große Cäsar Milan fällt bei einer ganz läppischen Hundetrainerprüfung durch und darf nur mehr auftreten in Deutschland, wenn ein geprüfter Trainer auf der Bühne sitzt. Ja. Herr Schröck, wenn man solche Vorbilder hat, dann wundern mich auch Ihre Aussagen nicht. Klar, Sie wurden geformt von mir aus, den Herrn Cäsar Milan möglicherweise, und haben eben eine andere Sicht der Dinge, eben eine falsche Sicht der Dinge. Was will der Hundehalter? Er will einen sozialverträglichen Hund. Das will er. Er will einen Hund, mit dem er überall hingehen kann. Wenn ich den Hund auf dem Platz separiere, Hundebegegnungen auf 10 Meter mache, ist das kein Sozialverhalten vom Hund. Er lernt das auch nicht. Und das rechtfertigt jetzt Zwangsmaßnahmen, die laut Tierschutzgesetz verboten sind. Also Herr Schröck, noch einmal, Sie wurden für Ihre Handlungen verurteilt. Bitte erklären Sie jetzt nicht, dass diese Methoden das rechtfertigen. Und wenn Sie jetzt heute dann behaupten, ich trainiere ja keine Hunde, sondern nur mehr Menschen, weil der Gesetzgeber verbietet mir ja Hunde zum Trainieren, dann ist das natürlich auch ein bisschen überlegenswert. Weil wenn Sie jetzt jemanden anleiten, den Hund mit tierschutzwidrigen Mitteln zu trainieren, haben Sie Beweise dafür? Nochmal. Ja, haben Sie Beweise dafür? Horchen Sie mir zu. Sie plappern irgendwas, was anderes. Wenn Sie den Hundehalter mit Tierschutz anleiten würden, tierschutzwidrige Mittel zu verwenden, wäre das auch gegen das Gesetz. Also ich glaube, Herr Schröck, lassen Sie es einfach. Gut, meine Herren, ich glaube, Sie zwei werden keine
besten Freunde mehr, zumindest nicht in dieser Sendung. Danke trotzdem fürs Diskutieren, fürs angeregte Diskutieren. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück hier auf OE24 TV.